Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Mit dabei der Crazy252, der durch mich durchgegangen ist. Hallo. Und mit auf dem Server und im Teamspeak der Biber Butzemann. Hallo zusammen. Ja, und natürlich wieder mit mir, DeutschLP. So. Juhu. Yay. So, der liebe Crazy hat euch mal wieder schön viel Material weggenommen, was nicht in der Aufnahme mit rein darf. Entschuldigung. Ja, dann zeig mal, was du angestellt hast. Also, einmal habe ich hier den Ultimate Energy Cube gebaut. Das ist schon mal die Vorbereitung auf das nächste, auf den nächsten großen Block, den wir heute craften werden. Freut euch schon mal. Meine Motivation geht schon hoch. ja, den habe ich über Nacht aufladen lassen. Dann habe ich hier noch ein paar Heat Generator gebaut. Heute auch nochmal umsetzen werde, weil wenn dort die Lava direkt eingespeist wird, dann bekommt man 360 Kilojoule pro Tick raus. Oder Joule? Kilojoule oder Joule? Ich weiß es nicht genau. Kilojoule sind das, was produziert wird, und was ausgeht, sind 360 Joule pro Tick. Ja, du musst gerade mal bedenken, die sind voll. Okay. Die ganze Leitung ist voll. Gut. Was hast du noch gemacht? Dann... Ah ja, der Rucksack. Habe ich das... Warte. Ja, also, den Robot habe ich hier mal gebaut. Und zwar hat das ein kleines Problem, was mich vor riesen Aufgaben gestellt hat. Um den Robot zu bauen, braucht man... Die Electric Chest oder eine Thermocore. Und Obsidian Ingot. Ja, wie viel Obsidian? Problem ist, um Obsidian Ingot herzustellen, braucht man... Reinforced Obsidian oder... Reinforced Obsidian Dust von Mechanissen oder Gregtech. Ja, Gregtech können wir jetzt noch nicht machen. Also haben wir den von Mechanissen gemacht. Yes. Der braucht halt wieder Diamanten und pulverisiertes Obsidian. Nur bis man das herausgefunden hat, dauert es Ewigkeiten. Und das Problem ist, das Obsidian von Thinkers Construct geht nicht. Ja, du wolltest die einfache Route nehmen, ne? Ja, die einfache. Aber nein, die Entwickler streiten sich und deswegen darf man das nicht. Ne, das ist auch, das eine ist Refined und das andere ist nur Obsidian. Das siehst du, wie die im Ore Dictionary registriert sind. Mhm. Dass der das Obsidian Ingot genannt hat, das war... Ist halt so. Dann habe ich hier nochmal den, warte, Electric in... Electrolytic Separator, den haben wir ja schon mal da drüben gemacht in der letzten Aufnahme. Oder in der vorletzten. Ja, das ist der zweite. Und einmal hier die Chemical... Der Chemical Infuser. Ja. Die zwei Geräte brauchen wir noch für die vierte Stufe der Erzverarbeitung, die wir auch bald angehen werden. Och, ich finde den Shift-M-Tipp richtig cool. Shift-M, Tooltip, Punkt, Chemical Infuser. Also dieser Tipp, diese Beschreibung, die hat uns richtig viel weitergebracht. Ja, habe ich schon oft gelesen. Also bei manchen ist die Beschreibung noch wenn kaputt. Oder einfach nur der Item-Name. Okay, wollen wir uns an den großen Block machen? Gut, joho. Also fangen wir mit dem großen Block an. Wir fangen heute an mit der größten... Mining Erfolg nach meiner Wenigkeit, den Digital Miner. So, der Digital Miner. Hör schon mal ansehen. Komisches Ding. A highly advanced filter based auto miner that can mine whatever block you tell it to within a 32 block maximal radius. So. Ach, sind doch nur 32. Wenn wir das mal ansehen. Reicht trotzdem. Ja, würde ich gerade sagen, das reicht auf jeden Fall. Was wir sehen,
Richtig schönes Field-Mechanism-Zeug. So, wieso wollen wir jetzt das machen? Weil der Digital Miner eines der besten Mining-Geräte ist, wie wir es finden. Wer es halt schon bei Trivolo gesehen hat, man kann ihm sagen, dass er einfach wie eine normale Kirby alles abminen soll oder dass er alle Erze im Boden durch Cobblestone zum Beispiel ersetzt. Oder dann halt auch wirklich abbaut mit Silk Touch. Und da wir halt Redstone und Silk Touch gut gebrauchen könnten für die Enrichment Chamber, ich glaub's nicht, aber die sich einfach an unserem Hydro gehen. Ja, ich werde auch meine Schuhe noch aufladen. Mensch, ich glaub's ja nicht. Energie haben wir genug. Der war fast leer. Ja, das merken wir uns wieder vor. Gibt dann die Rechnung, schicken wir dann an Bakerman, ne? Hast du dir das Pattern genug lang angeguckt? Dann kannst du es mir zurückgeben. Ich habe hier keinen Pattern gesehen. Du crazy? Nee, noch nicht. So. Ja, nichts passiert. Jetzt hol ich mir mal schnell was für Futtern raus. Ach, nee. Kurze? Ja. Gerade eine Energy Cell dabei? Nö. Okay. Ich habe überhaupt keinen Strom dabei. Was? Heute ausnahmsweise mal nicht? Das Ding steht im Moment an einem Bienenhaus. Gut, dann wollen wir mal anfangen mit dem Digital Miner. So, Robert haben wir ja schon fertig. Wir brauchen zwei Logistical Sorter. Die macht man aus, oh, einem Circuit, einem Piston und sieben Eisen. Das kann man ja mal schnell machen. Das sollten ja alles vorbereitet haben. Das Eisen da. Natürlich habe ich meine Klappe wieder zu groß aufgerissen. So wie es aussieht, haben wir keine Circuits mehr, beziehungsweise keine Enriched Alloy. Ja, die habe ich alle für den Robert gebraucht. Also das wird doch ziemlich viel. Dann bereite ich mal wieder ein Stack Enriched Alloy vor. Redstone sollte man jetzt erstmal genug haben mit 6870. Ach, wo gehe ich denn jetzt schon wieder hin? So, Eisen, Redstone da. Ich hatte aber auch irgendwo nochmal Speed-Upgrades irgendwo hingepackt. Wo sind Ich die? habe eigentlich noch 8 Stück gebaut für den Digital Miner. Ja, dann eben so. Aber dann ist unsere Energiezelle innerhalb von ein paar Sekunden leer. Ach ja, ich habe auch hier ein bisschen Biofuel vorbereitet. War eine blöde Sache. Weil ich wollte eigentlich hier Weed, wollte ich hier wo war? Hier im Crusher wollte ich zur Flur von Applied Energistics machen, weil man daraus halt richtig schnell an Brot kommt. Bloß, das Modpack liebt mich halt. Es hat aus dem ganzen schönen Weizen hat es Biofuel gemacht. Na, du noch auf Erkundungstour hier. So. Ein bisschen Redstone. Habe ich. Jo. So. Also. Aber die Zirkelherstellung über Mechanismen ist ja auch ein Witz, ne? Im Gegensatz zu IC2, ja. So, zwei Pistons. Ich bezweifle, dass man zwei über den Sticky Pisten machen kann. Christian? Ja. Ich brauche Cobblestone, normalen. Ja, der wird uns sowieso bald etwas zu Neige gehen. Ja. Also merken wir uns Extruder. Okay. Gut, Redstone habe ich noch dabei. Ach, warte mal. Was mache ich jetzt hier eigentlich schon wieder? Samstagabend und Dominik ist wieder verplant wie alles andere. So. Dann werden die Pistons fertig.
und so. Die Logical Sorter sind auch schon fertig. So, jetzt brauchen wir zwei Atomic Cores. Oh, Obsidian. Die sehr teuer sind. Ich sehe es gerade. Die habe ich aber, glaube ich, in der Einzelaufnahme mal gemacht. Also, vier Enriched Alloy, zwei Obsidian Dust, zwei Dias, ein Dia. Obsidian Dust müsste noch oben in der Kiste sein. Die habe ich mal mehr hergestellt, als ich die einen für den Robert gemacht habe. Geht auch wie Find Obsidian Dust? Nö. Aber ich glaube, das wäre Verschwendung, ne? Okay, zwei Dias brauchen wir. Haben wir noch Osmium Dust? Nö. Was? Ja, so kann das auch einem zugeflogen kommen, danke, aber. Weißt du, ich klicke gerade das Osmium Dust an und es fällt raus. Klar, läuft, weißt du? Aha, da läuft richtig. Okay. Naja, muss dann auch in den. Mal schön pulverisiert werden. Und ich gehe natürlich erst in die Zormel. Ich merke schon, Alter, gibt es wieder eine super Aufnahme, wenn ich schon so dran bin. Ein Steel Casing müssten wir oben noch haben, ne? Eigentlich schon. Ich habe gerade gesehen, was noch diese Teleportation Cores machen. Ja, was sie brauchen, kosten. Butze, weißt du, ob man den Robert irgendwo setzen kann? Ja, den kannst du dir hinterherlaufen lassen. Kann den eigentlich nirgendwo hinsetzen. Ja, ich glaube, den musst du auf so eine Station setzen. Okay. Keine Ahnung, wie die heißt, aber ich meine. Charge Pad. Ich glaube, das ist die. Ja, kann sein. So. Und. Jetzt habe ich jetzt mal einen Teleportation Core. Kannst du noch ein bisschen Obsidian Dust machen? Obsidian Dust. Ja. Wie viele hättest du gerne? 60? Mach mir erstmal was. Lass wir schon mal ein bisschen was im Vorrat haben, aber ich könnte noch was gebrauchen. Ah ja, Crazy hat dann mal hier den Osmium-Kompressor gemacht. Ach stimmt, den habe ich noch gebraucht, ja. Mhm. Was könnte ich werde jetzt mal zeigen, wenn da alles vorbereitet wird. Ah ja, gestern habe ich auf meinen Eskapaden um die Welt habe ich mal ein Walross gefunden. Von Exocells. Das ist jetzt unser Wahrzeichen hier. So, mittlerweile ist auch hier drüben die Salination Plant angelaufen und wir haben ein bisschen Brine gesammelt. Also der Dynamic Tank ist voll. Lass mal dann über Tesseract laufen, oder? Ja. Oder geht das auch nicht, Putze? Brine über Tesseract laufen. Warum soll das nicht gehen? Weil ja halt diese Mechanismenenergie nicht über der Tesseractor geportet werden kann, zum Beispiel. Ja gut, aber du musst die dann einfach vorher in RF umwandeln. Wenn du da das Kabel zwischenpackst, glaube ich, müsste es laufen. Okay.